Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mit meiner Frau. Freut mich sehr für dich, dass du hier teilnimmst. Ja, ich freue mich auch. Und zwar machen wir heute nochmal das NBA-Logo-Team-Quiz. Habe ich schon mal gemacht, vor ein paar Wochen. Ich hatte 19 richtige. Und ja, meine Frau, die hat echt vom Basketball nicht viel Ahnung, ne? Also, danke. Ja. Wie viele Teams gibt es in der NBA? Viele. So ein paar, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Sie hat zwar das Video ganz geguckt. Ja. Oh, okay. Aber es ist lange her, also wo ich es neu gemacht habe. Ja, also da waren es, glaube ich, 30. Wie 30? Na, 30 Dinger, was man da beantworten Teams. Muss. Teams, ja, das hat sich nicht geändert bis jetzt. Ja. Aber ich meine, du hast das jetzt nicht im Kopf, welche Logos hier verändert waren. Ne? Das ist auch schwer zu merken und ich glaube, die Arbeit machst du dir jetzt nicht dafür. Also, nein. Ja, also absoluter Amateur, kennt sich, ich sag mal, wenig aus. Bis null. Ja, und wir gucken mal, wie viel sie rausholt. Und ja, ich hatte 19. So einen Dreh, ja, wenn du gut dabei bist, 25 richtige. Da bist du schon gut dabei, finde ich, weil es ist wirklich die Feinheiten und so. So, mal auf Record. Und ja, eigentlich musst ja du hier, ne? Also, hier, machen wir. Also, los geht's mit den Warriors. Ja, das gleiche ist oder nicht. Was? Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, die ersten, das kann man sicher noch. So, da steht was an der Seite über. Hä? Nee, ich guck, was die Unterschiede sein können. Achso, und die Farbe. Aber du, ja, eigentlich musst du alles raten, ne? Du weißt da nichts. Ja, nee. Du weißt ja nichts. Danke. Das wusste ich, das war falsch. Das war falsch, das weißt du. Ja, okay. Das sehe ich. Gut. Yay. Yay. Ja, man kann sich auch mal freuen. Oh, das ist dein Team. Aber das ist schon mal schön, dass du das weißt. Ja, ganz so dusselig mich dann noch nicht. Wie sieht denn der blöde Teppich bei dir aus? Ah, oh, mein schöner Teppich, stimmt. Oh, ja. Mein schöner Clippers-Teppich. Oh ja, den hätte ich aber auch gerne hier. Achso, da. Okay, das. Nee, ich hab da. Ich weiß es nicht. Hier kann ich das. Unterschied ist der Punkt oder nicht Punkt. Hatte ich auch falsch. Sehen die so aus? Wer? Yay! Okay. So vielleicht. Nein. Das hätte ich auch wieder raten müssen. Pfeife oder keine Pfeife? Hast du das gemerkt von meinem Video? Ja, genau, weil du das rumgeflucht hast. Wie kann ein NBA-Logo hier eine Pfeife im Mund haben? Der Kobold. Ist das ein Kobold? Nee, ist kein Kobold, ist ein Irre. Ne? Irre, ja. Ein irrer Kobold. Trotzdem eine Pfeife im Mund, das geht ja nicht beim Sport. Mit Sternchen oder ohne Sternchen? Ja. Hm. Ah, das Amis lieben Sterne. Das ist. Gibt es denn noch mehr Sterne? Das sah hier richtig aus. Ach, ich. Das sieht aber nicht richtig aus in Grau. Hey, du bist oben. Nee, ich bin schon hier. Ja, da. Ich guck. Ja. Ja, ich überlege auch gerade hier. Achso. Was weiß ich denn? Haben die da jetzt hübsches Blau drum oder nicht? Ja, es ist nicht so einfach. Du wirst es mir eh nicht verraten. Hey, dann müssen wir das ja nicht machen, wenn ich dir die Sachen verrate. Also weiß ich auch nicht mehr alles. Viele Zacken, wenig Zacken? Ja, das ist auch, wüsste ich auch schon wieder nicht. Viele Zacken. Mit Rot, ohne Rot. Die hatte ich auch falsch, glaube ich, letztes Mal. Das sieht ja richtig. Ja, das habe ich auch richtig. Ja. Ich habe gedacht, auch mit Rot. Weiß, Rot, Rot, weiß? Das ist halt was völlig Unnötiges. Ach, hör doch auf. Da habe ich auch sehr geflucht, weil ich das nicht gewusst habe. Yeah. Wegen dem Club, genau. Was war das hier? 4 oder 3? Drei sieht schöner aus. Das weiß ich noch, weil ich es dir gesagt habe. Das war das hätte ich jetzt hätte schon wieder gesagt, das gelb umrandet, das sieht bescheuert aus mit Grau. So, du hast gesagt, die Amis lieben Sterne, wa? Ja. Oder auch nicht. Das ist jetzt wieder die Sache. Ja, ja.
Aber mögen sie viele Sterne oder mögen sie wenig Sterne? Hm. Sie mögen wenig Sterne, okay. Das sollte ich wissen. Hm. Das sieht jeder, oder? Das ist ja wohl... Ja, also wenn das... Bär ohne Nase sieht bescheuert aus. Das sieht dämlich aus, aber das würde ich jetzt auch sagen. Sein. Ja, guck. Hätte ich aber auch gesagt, das Rechte sieht doch dämlich aus. Ach, da ist ein Zacken weniger. Oh, ja, okay. Ach, da, der, ja. Aber es könnte beides passen. Wir gucken mal. Hey! Super! Da, das ist falsch, ach, gell? Komm, das sieht doch bescheuert das, aus. Oder also, so. Das sieht ja richtig dumm aus. Verstehe nicht. So, hier nochmal Sterne. Amis lieben Sterne. Falsch. Das gibt's nicht. Ich hätte jetzt alles gewettet, dass es das nicht ist. Das gibt's ja nicht. Achso, mit viel Grün oder mit wenig. Mögen die Amis auch Grün, weißt ja, du was das? Weiß ich. Hat da schon mal einer was zu gesagt? Das ist natürlich auch falsch. Mögen Amis Asen. Das ist echt beim zweiten Mal genauso schwierig wie beim letzten Mal. Ich glaube, ich hätte jetzt noch weniger als beim ersten Mal. Wenig Schnee, viel Schnee. Schneekoffer. 16. Naja. Hm. Also 16. Geh. So doof bin ich denn noch nicht. Kann man lassen. Also es ist wirklich schwierig. Ja, es ist tatsächlich der Fall. Ja. Aber gut, ich habe beim Basketball, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung. Ja, du hast ja noch mehr raten müssen. Was hast ja. Du, aber, ja. Nee, aber selbst wenn du die Logos kennst, gehst du halt davon aus, was sieht cooler aus oder was könnte passen. Ne? Ja. Also, habt gesehen, Amateur. Ein Nicht-Wissender. Danke. Weiß auch nicht so viel. Ja. Ich hoffe, ihr habt das Rätsel bevor gemacht, bevor ihr das Video geguckt habt, weil sonst bringt es ja nichts. Ich muss das, glaube ich, nochmal einschneiden am Anfang. Also, zurück. Also, ja, vielen Dank fürs Zugucken, Mr. Mike und Frau. Tschüss!